So denn. Geschwind, geschwind. Bevor der Dolch mir in den Fingern zerrinnt. So. Ein heißer Dolch. Was mache ich mit dem... Was soll ich denn hier... Hä? Was hängt dort normalerweise? Ja, keine Ahnung. Ein Opfer? Hä? Damit könnte ich was Schweres wiegen. Ja, aber ich habe nichts Schweres zum Wiegen. Was habe ich hier? Ein Dolch? Einen heißen Dolch? Soll ich mir hier... Den Dolch muss abkühlen, bevor ich ihn benutzen kann. So, zack, rein ins Wasser. Alles andere steckt er sich glühend in die Hose, aber anfassen ist dann... Ach nee. Das ist eine Bambusflöte. Alles klar, hier. Schlangenbeschwörer. Daran, ich habe jetzt gedacht, keine Ahnung, was der sich jetzt baut, aber... Penn die jetzt auch ein, oder? Achso, nee, jetzt kann ich mir das hier einfach nehmen. Das ist der... Ah, alles klar. Das ist der Gong. Gongklöppel. Und rubbel die Katz. Komme hier weiter. Und... Skarabäus. Ja, damit... Alter, was ist das denn? Geil. Leg mal das Auge dafür drauf. Ich habe eine Falle aktiviert, als ich den Skarabäus genommen habe. Um sie auszuschalten, muss ein Gegenstand mit der gleichen Gewicht dorthin gelegt werden, wie der Skarabäus war. Deswegen biegen wir jetzt. Gleiches Gewicht. Das ist schon mal nicht das gleiche Gewicht. Das auch nicht. Das. Also nehme ich dieses Gewicht mit, den Skarabäus. Gut, dass er sich mit dieser Falle, die er gerade unwissentlich aktiviert hat, so gut auskennt. Auf damit. So. Skarabäus rein da. Flügelchen und Flügelchen. Und da ist die Wunderlampe. Klicke auf die Knöpfe. Bis das Bild kommt. Bis das Bild komplett mit Farben und Mosaiken ausgefüllt ist. Hä? Hä? Ich habe keine Ahnung, nach welcher Reihenfolge, Logik das jetzt war. Ich habe einfach nur wild drauf rumgedrückt. So. Eine Öllampe. Hallo, eine Öllampe? Ich wollte aber eine Wunderlampe. Na, egal. So. Der letzte Junge wird sogleich befreit sein. Dann wird wieder dieser scheiß Handlanger kommen, dessen Auge wir noch im Inventar haben. Den wegverzaubern. Wegverzaubern? Naja, wegzaubern. Und dann wird es wieder so sein, dass... wir eigentlich fertig sind, weil wir die gerettet haben. Und ich gehe ganz von aus, der fette, hässliche Clown wird sich an sein Wort halten. Los geht's. But not as good as another detective did several months ago. Thanks to him, I spent an entire day trapped in a place you'd never want to be. If it hadn't been for Mr. Dudley, I'd still be there. Okay, enough about me. Let's talk about you. Guess what? I've decided you should stay with us. I won't take no for an answer. Mr. Dudley, please show our guest his apartment. Das war ja klar, dass der Penner sich daran nicht hält. Ich denke mal, die Anspielung, dass er hier bei einem anderen Detektiv irgendwo gefangen gewesen war. Ich würde mal behaupten, dass das daran lag, also dass er da Anspielungen auf den ersten Teil macht, den ich ja nie gespielt habe, aber ich denke mal, dass es so sein muss. Wir haben in unserer Zelle, um uns zu quälen, natürlich ein Möbelspiel.
wo wir... Na, sehen wir es auch. Eine Zielscheibe und eine Schachfigur finden wir. Die Schachfigur habe ich schon mal. Da ist die Zielscheibe. Wo sich jetzt im Allgemeinen das Rasiermesser befindet. Das ist eine Zange, brauchen wir wieder. Münze, Taschenuhr. Eine Münze ist bestimmt hier irgendwo. Ich sehe kein Portemonnaie. Was ist das so? Hier kann ich irgendwas kaputt machen. Ach klar, das Sparschwein, logisch. Im Sparschwein sind die Münzen drin. Hier haben wir fluschige, puffige Ohrschützer für den Sommer. Winter. Für den Sommer. Zange, Taschen, Taschenuhr? Ach, da ist die Taschenuhr. Eine Karte, eine Spielkarte ist. Also eine Spielkarte brauchen wir nicht. Wir brauchen die Karte. Eine Brotscheibe. Wo ist ein Brot? Das da ist ein Schwamm. Das ist. Da ist eine Brotscheibe. Löffel, Schwamm. Ach, ein Schwamm brauchen wir. Habe ich da nicht gerade drauf gedrückt? Socken. Socke hängt da. Löffel ist dort. Eine Zange. Da ist eine Falle. Da ist die Zange. Jetzt muss ich nur noch das Rasiermesser finden. Waffe, das ist ein Flaschen. Ah, da ist das Rasiermesser. Alles klar. Du hast etwas gefunden, Rasiermesser. Damit können wir unserem elenden Schicksal jetzt ein Ende bereiten. Na, oder wir gucken drin, was hier... Hallo? Dietriche, geil. Da sind also Dietriche drin. Das ist sehr schön. Jede Spalte und jede Zahl soll nur einmal die gleiche Zahl enthalten. Die Zahlen mit einem eingekreideten Hintergrund können nicht verändert werden. Das ist so eine Art Sudoku. Ah! Jede Zeile und jede Spalte soll nur einmal die gleiche Zahl haben. Das heißt, hier zwei. Wir machen uns hier. Ach, geht schon hin. Drei. Fünf. Okay, so. Das heißt. 1, 2, 3, 4, 5. Das passt hier schon mal ganz gut. Hier. Achso, hier ist überall dann eine 1 oder was? Hier darf schon mal das nie sein. Das wäre dann hier scheinbar in Ordnung. Das wäre hier aber doppelt. Da können wir hier aber ganz problemlos eine 3 hinmachen. Und hier eine 2, oder? Da haben wir 1, 2, 3, 4, 5. Passt ja, oder? Oder, weil das überschneidet sich hier nirgends. So, jetzt müssen wir auch in dieser hier, die 3 ist hier schon mal Pflicht, die 2 geht auch nicht weg. Dann können wir die 1 hier eigentlich ruhig lassen. Und dann müsste hier wahrscheinlich die 5 und hier demnach die 4, wa? Wenn mich jetzt nicht alles täuscht, oder? Weil dann haben wir hier 1, 2, 3, 4, 5. Und das überschneidet sich auch mit nichts anderem. Okay. So. 2, 3 und 5. Die 4 passt hier nicht hin. Das heißt, die 4 könnten wir dann... Ne, die 4 haben wir ja hier schon. Moment, das ist dann demnach falsch. Moment, die 5 würde hier nie reinpassen. Würde aber auch hier nie reinpassen. Und schon... Ach nee, die ist ja aber auch da schon. Moment, was? Wir brauchen hier eigentlich nur eine 1 und eine 3 noch. Ah, okay. Das könnte jetzt... Moment. Die 3 ist in dieser Spalte hier schon komplett drin. Die ist hier schon komplett. Das heißt, ich glaube, die 3 könnte ich mir hier sogar aussuchen. Machen wir die einfach mal spaßeshalber erstmal hier hin. Dann passt das so auch. So. Jetzt machen wir mal die hier fertig. Hier haben wir die 1, die 2. Jetzt bräuchten wir die 3 noch. Die passt hier. Ah, okay. Hier ist die 3 schon mal falsch. Hier muss die 1 rein. Die 3 muss hier rein, weil hier oben muss die 3 rein. Weil die 3 passt hier nie rein. Und hier können wir dann eine 2 machen. Dann passt das auch schon mal. So, dann können wir hier die 1 rein theoretisch in der Spalte lassen. Die 3 und 4 haben wir schon. Dann müsste hier demnach die 5 hin. Und dann hier die 2, weil dort die 1 ist. 1, 2, 3, 4, 5. Und jetzt müssen wir hier noch gucken. Machen wir hier. Nee.
Nee. Oh. Ah, fuck. Hier bräuchten wir, hier haben wir eine 1. Die 2 passt, also hier muss schon mal die 2 in der Reihe hin, weil die passt woanders dann nie. Was dazu führt, dass hier eine 1 muss und hier ist die 2 falsch. Dann machen wir die 2 hier und machen wir hier die 1 hin. Warum ist das nicht richtig? Moment, jetzt gucken wir nochmal schnell durch. 1, 2, 3, na okay, 1, 2, 3, 4, 5. Das passt soweit. Hier ist keine andere 1, hier ist keine andere, doch hier ist eine 2. Warum? Also ist hier schon mal eine Zahl falsch, weil das hat ja 1, 2, was fehlt denn hier? Hier fehlt die 4. Ah, das war der Fehler. Gut, okay, sehr schön. Das hat mich jetzt so ein bisschen an Sudoku erinnert, so ein kleines bisschen in Ansätzen. Nur da hast du halt mehr Zahlen und hast nie gesehen. Aber das fand ich eigentlich ganz witzig. So, wir haben eine Feder. Warum? Wozu haben wir eine Feder? Aber wir können jetzt erstmal, Moment, kann ich hier rausgucken? Nein, kann ich leider nicht. Aber mit dem Dietrich werde ich jetzt erstmal hier das Schloss knacken. Tada, ich habe das Gefühl, dass wir das Auge haben. Das ist dahingehend nicht so gut, weil der uns bestimmt, dort gehört eine Batterie hinein, darüber beobachtet. Und hier haben wir nochmal Dietrich. Los, komm, schnell rein da. Achso, das war noch ein Kind. Uncle Louise keeps the kids here, and I'm here to set them free. But if Mr. Dudley sees us, he'll call Uncle Louise. Can you outsmart Mr. Dudley and trap him? Then we'll be able to escape. Wir können es mal versuchen. Ein Teil fehlt. Wahrscheinlich die Feder. Wie geil! Mit seinem eigenen... Was ist... Wieso bin ich jetzt gefangen? Mr. Dudley is in the cage! Great! Now I'll free the other kids, while you find the key to Uncle Louise's park. He's hid it somewhere in the tower. He'll be waiting for you in the cellar of the house. Please hurry, as Uncle Louise will be back very soon. Alles klar, mach's gut, Kleine. Viel Spaß. Cool, jetzt haben wir den kleinen Pimp da oben gefangen. Lasst uns, haben wir irgendwas, können wir den mit Kot bewerfen? Oder so? Der Harlekin sitzt in der Falle und kann nicht, und kann mich nicht mehr austricksen. Diana sagt, dass der Schlüssel zum Portal im Keller im Keller? Was? Wie? Im Keller in diesem Turm versteckt ist. Ich hoffe, ich kann ihn finden, bevor der Clown bemerkt, dass ich entkommen bin. Pieks, pieks. Den würde ich jetzt gerne irgendwie ein bisschen puffen. Mit einem Stock. Puff, puff. Oder mit Kot bewerfen. Fäkalien. Ein Lappen. Da fahren wir mal in Etage 2. Wie komme ich denn dann in den Keller? Weil... Ja, hallo? Okay, in Etage 2 geht's nicht raus, weil, hä? Ah. Oh. Wie kann ich verhindern, dass der Clown hört, wie ich sein Zimmer durchsuche? Als der Fahrstuhl im dritten Stock angekommen ist, sah ich das Letzte, was ich eigentlich sehen wollte. Den Clown. Da, da, da. Er schläft, Gott sei Dank, und hat mich nicht gesehen. Wenn er aufwacht, ist meine Flucht zu Ende. Ich muss sein Zimmer nach dem Schlüssel durchsuchen. Aber ich muss dabei sehr vorsichtig sein. Haben wir vielleicht irgendwo Chloroform, dass man den irgendwie... oder so? Vor allen Dingen, der ist eigentlich tot. Warum muss der pennen? Der kleine Schlawiner. Warte mal, kann ich den vielleicht irgendwas in die Ohren stecken? Hallo? Ja, ich kann dir natürlich überhaupt gar nichts machen. Ich könnte den doch einfach... Achso, nee, der ist schon tot. Ich wollte gerade sagen, erdrosseln, dass er leicht entschlummert. So, also wir brauchen offensichtlich noch irgendwas anderes. Und wir sollen uns ja im Keller mit den Mädels treffen. Nur... Hallo? Was ist... Hä? Nur guck mal, wir kommen maximal bis in die erste Etage.
Schnauze da oben. Ach so, Moment. Kann ich dann etwa hier unten rum, also nach hinten raus oder was? Nee, kann... Hä? Nee, komm. Das irritiert ein klein... Hallo? Moment. Ja, jetzt, jetzt. Ah! Sieh an, sieh an. Da kann ich nicht mehr rein, das ist auch gut so. Dort könnten wir in den Keller. Ach, das ist. Ach, hier ist jetzt. Ah, hier ist jetzt der Fahrstuhl. Was kann ich denn jetzt hier noch machen? Hallo? Ich könnte jetzt wieder hier. Nach drauf. Okay, jetzt sind wir wieder hier. You haven't found the key yet? Hurry up! We're running out of time! Achso, in dem Keller hier warten die. We're running out of time! Lappen. Was mache ich jetzt mit dem Lappen? Mit ein wenig Chlorophyll? Hä? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht, was... Hallo? Was? Schnauze klauen. Ah, das Wimmelbild ist wieder aktiv. Na super. Schallplatte, Boden, Flasche, Falle. Falle ist da. Flasche ist da. Eine Krücke, die habe ich von hier auch gesehen. Da. Eine Schallplatte. Eine Schallplatte? Ach, da hinten ist eine Schallplatte. Bohnen! Ach, dafür brauchen wir die Ohrenschützer. Na, super. Rollschuhe. Ein Grammophon. Ein Grammophon? Ach, hier. Da ist das Grammophon. Die Pistole ist da. Eine Fahrradhupe. Oh. Eine Puppe und eine Schriftrolle. Schriftrolle ist da? Wo sind hier eine Puppe? Hä? Ah, hier, Dosen öffnen. Habe ich ja vorhin noch gesagt. Da, zack, Dose auf. Da sind Bohnen bestimmt drin. Tada! Und jetzt die Fahrradpumpe und die Puppe. Fahrradpumpe? Wo ist denn hier die Fahrradpumpe? Pump, pump. Ach, das, ja, okay. Aber jetzt wird's mit der Puppe. Ach, da. Ah, da habe ich ja vorhin sogar schon mal draufgeklickt. Und jetzt haben wir die Ohrschütze. Den setzen wir jetzt den schlafenden Clown auf. So, und jetzt suchen wir noch den Schlüssel und dann sperren wir den in seiner Welt ein. Ohrenschützer. Geil. Setz den Typen einfach mal Ohrenschützer auf. Ah, ist das. Ach nein, klicke auf die orangen Knöpfe, um das Muster zusammenzusetzen. Jeder Knopf dreht vier verneinende Nachtwartekreise. Das müsste ja schon mal richtig... Hä? Stimmt denn das jetzt nie? Das passt, hier passt, da passt, dort passt, das passt doch. Passt das etwa in der Mitte nie? Hä? Okay, das würde passen, das passt wahrscheinlich auch. Okay, das hat jetzt doch hingehauen. Jetzt habe ich eine Lupe. Mit der Lupe. Die Tinte ist eingetrocknet. Um sie zu entfernen, muss ich etwas einfallen lassen. Wir schmieren die mit einem Lappen breit. Was ist das? Was ist mit der Uhr los? Wahrscheinlich ist sie stehen geblieben oder was? Oder wie?
Warum? Okay, sprühe ich halt Parfüm da drauf. Ach so, das kann ich dann ablesen. Naja, mehr oder weniger. Aha, 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 aha. Habe ich den Schlüssel? Ich habe den Schlüssel gefunden, den Diana erwähnt hat. Achso, das ist schon der, den ich... Ich muss zurück in den Keller gehen, bevor der Clan aufwacht. Dann kann ich die Tür zu dieser Welt für immer verschließen. Und tschüss. Mach's gut. Nee, halt einen Moment. Nochmal ein bisschen sinnlos mit dem Fahrrad fahren. Mit dem Fahrrad fahren, mit dem Fahrstuhl fahren. Das ist auch doof, dass ich den dann erstmal hier dämlich bewegen muss. Damit ich dann sehe, dass ich da raus kann. You have the key. Wonderful. You have got me. Where is that? It's the clown. Lock the door. Open the door. Lock the door quickly. Und? You have got me. Where is that? Great. Now throw the key into the fire. Da verbrennt der doch nie. Aber okay. Was war das jetzt? Thank you for rescuing us. Now we're free and we'll never have to see the clown or his nasty doll again. And we can go home. Please come with us. Our parents would love to meet you. And they'll help you fix your car so you can leave. Und das war Weird Park. Gruselige Geschichten. Und da laufen die Credits durch, während wir dort nochmal die Bilder sehen in der Zeitung von verschiedenen Sachen, die wir da gemacht haben. Ja, okay, wahrscheinlich, wenn man den ersten Teil spielt, weiß man noch so ein bisschen mehr davon. War stellenweise eigentlich ganz lustig, muss ich zugeben. An manchen Stellen hat es mich allerdings so ein bisschen... Ja, war mir das irgendwie, keine Ahnung... Ob ich da jetzt zu unkonzentriert war oder so, oder weil es mit der Pause zusammenhängt, dass ich hier eine Weile das nicht gespielt habe, bevor ich aufgenommen oder halt die Aufnahmepause hatte. Zum Beispiel das mit dem Blasebalg dafür die Orgel und sowas. Auch so ein paar andere Sachen. Ja, keine Ahnung. Fand ich jetzt irgendwie seltsam. Und dieses Wimmelbild-Recycling geht mir so ein bisschen auf den Senkel, sage ich mal, weil es halt, man sieht es halt, es ist nie so offensichtlich, wie jetzt zum Beispiel zum Letzten mit dem Fahrrad, dass ich dann wieder meine Zelle muss. Ach ja, da war ja das Wimmelbild wieder aktiv. Das ist so ein bisschen, aber na gut. Trotzdem, hat eigentlich Spaß gemacht. Die Geschichte war recht lustig. Der Clown zwischendurch immer mal wieder und die Videos, die wir uns da, oder diese Filmrollen, die wir uns da zwischendurch ansehen konnten, war eigentlich auch ganz cool. So, das war Weird Park, der zweite Teil. Ich gehe mal davon aus, im ersten Teil geht es vielleicht darum, wie der Typ dann überhaupt erst vielleicht stirbt. Und das war. Ach, das ist 1825 spielt das. Jetzt sehe ich das gerade da auf dem Schild. Habe ich das am Anfang auch schon mitgekriegt. Allerdings so ein paar Rätsel waren relativ einfach. Und ein paar waren ganz schön zackig. Die waren ganz ohne. Und hin und wieder zwischendurch, habt ihr ja gemerkt, habe ich mal so ein bisschen Dings verloren, die Übersicht. Kann das sein, dass schon zum dritten Mal die Produzenten dadurch gerauscht sind? Ich glaube ja, dann reicht das jetzt auch. Der Produzent Dennis Serwisch, Co-Producer, künstlerischer Produzent, Spieldesigner Eduard Sidoruk. 2D-Zeichner, 3D-Zeichner, Dimitri und Jaroslav Novich, Animation, Victoria. Ja. Gut, da laufen, wie gesagt, nochmal die Lokalisation ihrer Bockhardt. Okay, war ja eh nie auf Deutsch, von daher ist das eher Pavel Kugler. Qualitätskontrolle, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ja, okay. Musik, Sound. Nun gut. Alienware Games. So, das war Weird Park, wieder ein Spiel. Ich hoffe, es hat euch auch so ein bisschen gefallen. Und wir sehen uns dann hoffentlich, wenn ihr denn mögt, bei einem anderen Spiel. Und ich sag, tschö mit Öl, macht's gut. Ciao. Tschö, wie komme ich hier jetzt wieder raus?
Krills. Ach, zurück. Macht's gut. Ciao, ciao. Baba.